Denn die sollten sich ja doch jetzt schon einiges bewegt haben, wieder mal. Obwohl, die hier hinten sind eigentlich noch recht aktuell. Wenn ich von hier oben gucke. Ne, nicht auf die Karte. Ja, das geht noch. In der Richtung müssen neue gesetzt werden. Da hinten auf dem Berg, da auf dem Berg. Und ich möchte hier auf der Ecke ja noch den Turm haben. Stimmt, den haben wir auch noch nicht gebaut. Und wir könnten vielleicht noch die letzten 4 Pyramiden hier reinsetzen. Zumindest bevor Power zu Besuch kommt. Ja, dann machen wir auch wieder mal eine große Stadtführung. Power hängt ja so weit zurück, für den ist das hier wahrscheinlich alles neu. Ja, dann machen wir die nächsten vier Pyramiden. Was da für Blöcke hinkommen. Wahrscheinlich die Glasblöcke, die noch fehlen. Oder Lehmblöcke, wir haben so viel Lehm. So. Ja, sieht doch gleich besser aus. Gut, und dann der Turm dort auf die Ecke und dann können wir ja mal gucken nach neuen Leuchtfeuern. Doch, ja, sind auch Leuchtfeuer. Kann ich das eigentlich von hier sehen? Ja, nur es wechselt die Farbe nicht. Ach doch! Nur langsamer. Oder ich sehe das wirklich nur immer in einer anderen Farbe, wenn ich mich bewege. Weil es zu weit weg ist und dann durch den Mipmapping nicht 100% aktuell gehalten wird. Bis wohin muss ich denn dran, dass es sich wirklich richtig bewegt? Zwei, drei, nee. Ja, es scheint sich willkürlich gerade zu verändern. Muss ich wirklich erst direkt davor stehen, damit es richtig funktioniert? Ja, hier funktioniert es jetzt richtig. Ja, ab hier. Hier funktioniert's. Hier nicht. Schade. Dass das nur auf so kurzer Distanz richtig funktioniert. Ach komm, hier ist es doch wohl überall hell genug. Ich glaube, ich weiß, wo du gespawnt bist. Das ist zumindest die einzige Möglichkeit. Die blöde Ecke da. Oh. Autsch. Ja. Ich sehe das Problem. Hier die Felder, das ist ja... Sobald wir jetzt anfangen, dort anzubauen, wird sich das auch von allein beheben. Aber wie gesagt, ich warte noch, bis die 1.9 in Phase 2 ist. Sprich, nur noch Bugfixes und Performance-Updates und keine inhaltlichen Updates mehr. Und dann werden wir auch intensiv nach der roten Beete suchen. Um die Felder dann auch voll zu kriegen. So, und jetzt bleibt mir nur noch die Verzauberung und dann bin ich fertig. Ja, ich habe die Woche jeden Tag aufgenommen, also das ist Wahnsinn. Es sind wahrscheinlich trotzdem noch nicht genug Folgen, das ist auch Wahnsinn.
Aber Wahnsinn steht mir eigentlich immer noch am besten. Von allen Zuständen, die ein Mensch haben kann, ist Wahnsinn der passendste. So, jetzt gibt was Gutes. Wasseraffinität. Das war Wasserbewegung, oder? Warte mal. Das hatten wir aber, ja, das hatten wir schon. Naja. Wieder mal nur Stärke. Was werden das, was kommt denn als nächstes? Wasseraffinität, Effizienz. Oh, kann nicht mal was Gescheites kommen. Naja. Enttäuschung über Enttäuschung, dieses Verzaubern. Wir bräuchten zwar eine zweite Spitzhacke, wenn wir irgendwann Silk Touch bekommen. Oder eine zweite Schaufel. Je nachdem, für was wir uns entscheiden. Aber ich bin eher für die Spitzhacke. Obwohl Gras ernten hat auch was. Bis wohin hat sich das jetzt eigentlich schon gestaut? Ah, noch nicht so weit. Oh, jetzt bauen wir ja auf der anderen Seite weiter. Jetzt fängt es hier an. Es ist ja auch schon recht weit. Ja? Auch schon ein schönes Stück. Ja, ja, lass es sich ruhig erstmal stauen. Sobald wir soweit sind, mit allem räumen wir es dann weg und haben richtig schön volles Lager. Die zwei Items, die ich da jetzt noch habe, die räumen wir jetzt sofort weg. Hier rein. Nee, war nicht mehr? Ach stimmt. Hatten wir ja umsortiert hierhin. So, das war's dann für diese Woche. Wir sehen uns nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt, beziehungsweise erstmal zu den 4 Pyramiden, die wir bauen wollen. Bis dann. So, Hallöchen, und da sind wir dann auch schon wieder, immer noch der mit der 15W38B. Und wir wollten heute Pyramiden bauen. Und dann denke ich, dann werden wir das auch tun. 4 Stück, damit wir dort die Ecke fertig haben. Okay, okay, okay. Und ich würde sagen, wir nehmen diese Sorten hier. Obwohl, nee, wir haben ja immer noch keine Glücksspitzhacke. Nee. Auf der Schaufel auch nicht. Stimmt, Schaufel bräuchten wir dafür ja. Wir könnten TNT machen. Da brauchen wir zwar jede Menge Glas, da ich dort gerne so eine Art Sicherheitsschutz drumherum hätte. Gut, wie macht man TNT nochmal? Auf jeden Fall aus Schießpulver. Und ich glaube, Kies war das, oder? Ich meine zumindest, ist lange her, seitdem ich mal TNT gekraftet habe. Und jetzt war das, glaube ich, irgendwie so. Nö. Vielleicht genau andersrum. So. Nö, auch nicht. Oder war das Sand? Das wäre natürlich mies. Ja, wir haben ja auch keinen Sand mehr irgendwo liegen, oder? Wir hätten ja sogar noch ein bisschen Sand drin. Das ist natürlich praktisch. So. Ha! Es war Sand. Okay, wir brauchen 3 Stacks davon. Erstmal den Kies wieder wegräumen. Ja, das heißt, wir fangen mit der TNT-Pyramide an. Die ist ja ein bisschen aufwendiger. Und gucken dann, wie es weitergeht. Oh, wenn ich damit hinkomme. Damit komme ich auf jeden Fall hin. Ansonsten fahren wir da hinten noch ein bisschen Sand. Ja, ein Stack. Anderthalb Stacks brauchen wir noch. Ach, habe ich das jetzt genau wieder falsch rumgemacht? So.
Wir hatten auch noch irgendwo Glas. Ach, die gezirkelten. Ach Gott, wie machte man die nochmal? Die konnte man inzwischen auch craften. Wenn wir so viel Cleanstone gemacht, dann könnten wir die eigentlich auch gleich setzen. Bücherregale, davon distanziere ich mich mal. Wie, wir haben kein Glas mehr hier? Habe ich denn das ganze Glas hingepackt? Habe ich das alles verbaut dort unten? Ach, das wäre ja mies. Da müssen wir ein bisschen Glas noch brennen. Ah, mal kurz das Wiki öffnen. Die blöden Zirkelsteine. Ja, die habe ich vergessen, als wir die Bricks abgearbeitet haben. Die sind ja auch noch recht neu und recht selten und man beachtet sie kaum. Sieht das Minecraft-Forum heute irgendwie anders aus? Ah, nee. Das ist nur, wenn das Fenster nicht ganz auf Vollbild ist. Zeigt der mir da die App-Variante an. Was alles heutzutage für Apps gemacht werden muss. Ich hasse Apps, ich hasse Handys. Ach, zwei Halbsteine. Okay, das sollte machbar sein. Dreieinhalb Stacks waren das. Falscher... Oh! Nein! Nein, 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 nein! Das war ganz schlecht. Das war jetzt ganz schlecht. Es sind ja nicht die Halbsteine, es sind davon die Halbsteine. Mist. So, eins, zwei, drei. Und damit kriegen wir auch den halben Stack hin. Nehme ich mal den Mist einfach mal mit hier. Gut, für TNT fehlt uns noch Sand. Dann haben wir die Blöcke. Ansonsten, wenn ich so drüber gucke, Redstone haben wir definitiv nicht genug. Pilze können wir gerade nicht ernten. Glowstone haben wir auch nicht genug. Obsidian. Wollt ihr nicht, dass ich es mache? Wir könnten Schnee nehmen. Das wäre auch noch einfach zu farmen. Aber machen wir erstmal... Die beiden, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte hier hin. Und Glas, da gucken wir einfach mal. Ja, wir können ja mal gucken, was wir unten so drin haben. Ob sich hier irgendwo Glas angesammelt hat. Ja, Cleanstone hätten wir noch genug gehabt. Gut, dass ich zwischendurch immer was gebrannt habe. Hier haben wir Sandstein und, ach, auch noch Sandstein die ganze Zeit. Nö. Aber hier haben wir Schnee. Guckt euch das mal an. Das sind schon mal 3,5 Stacks hier. Da kann man schon mal was draus machen. Aus euch kriege ich nicht wirklich was hin. Gut, dann ziehen wir erstmal los, würde ich sagen. Guck mal, wie es da hinten aussieht. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Da ist ja auch ein Schneeberg. Und wir haben dort, glaube ich, auch noch Kürbisse liegen. Die könnte man auch noch benutzen. Boah, mein Magen heute wieder. Furchtbar. So, hier rum, darum. Und dann sind wir da schon angekommen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, um noch eine Ecke rum. Das ist auch schon ein ziemlicher Weg hier in den Pyramidengarten bis hinten hin. Das zieht sich. So. Und hier hinten wird dann weitergebaut.
Bist du sicher, dass hier nur zwei hinkommen? Ja, stimmt, genau zwei. Gut, fangen wir mal mit denen an. Habe ich hier auch noch Kürbisse? Na, wenn dann in der Kiste. Ein bisschen Dreck wäre auch schön. Naja, Ziel ist es, dass wir die Ecke fertig kriegen, dass ich hier meinen Turm gebaut kriege. Dass wir uns dann wirklich, wenn wir wieder mal an den Pyramiden weiterbauen, uns in die Richtung da schlängeln können. Gut, hier müssen wir gucken, was wir hier hinmachen. Hier kommt auf jeden Fall keine Glaspyramide hin. So viel kann ich dazu am besten schon mal gleich sagen. Das wäre... Okay, das sieht hier alles ziemlich schlecht zum Bauen aus, sag ich mal. Da müssen wir genau gucken, wie wir das hinkriegen. Erstmal ein bisschen Dreck. Erstmal die beiden hier oben hin. So. Und so. Und so. Dann haben wir den Dreck. Und dann kann ich schon wieder ein bisschen was von meiner Liste streichen. Lang ist die Liste nicht mehr. Ist alles andere als lang. Da sind nur noch beschissene Blöcke drauf. Pistons, Sticky Pistons, Notenblöcke. Oh, das wird ein Spaß, sag ich euch. So, so, dann hier einen hin, dort einen drauf. So, und die letzte Reihe. Dann kommt nur noch der Glowstone oben drauf. Die Sachen müssten wir ja noch hier in der Kiste da vorne liegen haben. Jetzt. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Schnee an. Hier jetzt schön aufpassen. Schnee ist ja sehr zerbrechlich, was das Abbauen angeht. Das passt hier sogar einigermaßen hin noch. Ja? Sieht trotzdem irgendwie unmöglich aus. Da hole ich mir irgendwo mal eine Reihe Kabel her. Und wozu haben wir denn hier die Mine? Ist hier noch irgendwas drin? Nein, alles schön leer gemacht. Hallo, Uraltmine. Nur mal schnell ins Deck Cobblestone hier rauskloppen. Damit man das dort einigermaßen hübsch lösen kann. Das dürfte eigentlich schon fast reichen. Ach so. Hier habe ich irgendwann mal ausgeschachtet. Für den Redstone-Mechanismus. Und das ist wahrscheinlich hier direkt drüber. Das wird das Stück da sein. Das muss ich mal genau nachgucken. Hier. Ein Redstone-Dingen. Kann man das nicht irgendwo anders festmachen?
Ja, theoretisch kann man das auch hier hinsetzen. Das bringt uns nur nichts. Das hat sowieso nicht funktioniert. Das müsste nämlich dort liegen. Und wenn es dort liegt, kann ich mir hier eigentlich den ganzen Mist sparen. Dann würde ich mal behaupten, dass wenn wir das hier einfach jetzt zumachen, ist da vorne, dass das dann ganz erträglich aussieht. Und die Reihe können wir wegnehmen und die können wir nicht wegnehmen. Aber zumindest können wir hier einen Halbstein drüber legen, was das Ganze etwas schöner macht. So, jetzt heißt es noch, hier die drei Blöcke anpassen. So. Huch! Natürlich lande ich wieder im Wasser. So. Ne, wir hatten es immer drei reingestellt. So. Na, jetzt haben wir ein bisschen Schnee verloren.